Ich habe meinen Job hier so gemacht, so gut es ging, 19 Jahre lang, das ist auch eine lange Zeit. Für mich war es genau richtig. Ich glaube, meine Kollegen haben auch viel Spaß gehabt mit mir. Es gibt keinen Torwarttrainer, der es bis in dieses hohe Alter geschafft hat. Toll. Rolf Meier, Rollo Meier, Spieler, Torwarttrainer, Vereinslegende und einer, mit dem man auch mal richtig gut streiten konnte. Also mit Pele habe ich mich richtig gestritten. Da ging es auch schon mal so weit, dass wir eine Woche nicht miteinander gesprochen haben. Also obwohl wir Trainer und Co-Trainer waren, aber da hat jeder sein Ding gemacht, ging auch. Nun ist der Fußballrentner. Wie kaum ein anderer hat Rolf Meier den VfL Osnabrück seit der Jahrtausendwende geprägt. 19 Jahre im Amt, 15 Trainer sah er kommen und gehen. Ein Sieg zum Abschied blieb Rollo zwar verwehrt, doch im Kopf bleibt ohnehin nur eine beeindruckende Choreografie der Ostkurve. Ich fand es sehr schön, wie es gemacht worden ist. Ich hätte mich allerdings auch nicht beschwert, wenn gar nichts gewesen wäre. Aber es war so, wie es war, für mich sehr, sehr schön. Auch im Anschluss an das Spiel, die Choreo oder im Vorfeld zum Spiel, als ich da durch das Spalier gegangen bin, die Choreo der Ultras. Das war schon ein besonderer Moment. Und auch nach dem Spiel die Geschichte auf dem Zaun und die Runde, die ich dann noch gedreht habe. Ja, das war ein besonderer Moment, den ich auch so schnell mit Sicherheit nicht vergessen werde. Ich erzähle ja kein Geheimnis, wenn ich sage, okay, die Aufstiege sind, die ich miterleben durfte, das waren natürlich Highlights. Ja. Speziell der Aufstieg fand ich persönlich mit Carsten Baumann damals in Burghausen mit dem 1-0 und mit, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Leuten aus Osnabrück, die nach Burghausen gefahren sind, das ist ja nicht mal um die Ecke, das war schon ein besonderer Moment. Und der steigerte sich noch danach, als wir zurückkamen. Wir sind ja damals geflogen von München nach Münster. Als du dann durch die Schiebetür kamst im Flughafen Münster und der ganze Flughafen war voller Fans. Und das war schon auch ein Riesenerlebnis, das muss ich sagen. Ehrlich, ambitioniert, loyal. Wer mit Rolf Meier trainierte, behält ihn in guter Erinnerung. Ein Auge für junge Talente hat er immer gehabt. Natürlich hat sich auch seine Trainingsarbeit über die Jahre verändert. Aber die Grundübungen, ein Volley aus der Hand, die sind gleich geblieben. Und auch sein Auge für all das, was über den Fußball hinausging. Mai, das Märzspiel, 6.3.18. Wir spielen 2-2 gegen Meppen zu Hause. Das war der Tag, wo ich morgens meinen Vater dann auch verloren hatte. Dann war es halt auch unheimlich wichtig, dass mich mal einer in den Arm nimmt. Und da war Rolf da. Das werde ich nie vergessen. Also er kam von hinten, hat den Arm um mich gelegt nach dem 2-2. Und das habe ich einfach gebraucht, weil ich gerade was verloren habe, was ich gesucht habe. Das war ja schon eine besondere Situation. Wir hatten an dem Tag ein Spiel, als er es dann erfahren hat morgens, glaube ich. Das war schon eine besondere Sache. Das wusste dann keiner. Das sind so Situationen, die möchtest du nicht unbedingt haben, aber die kommen auch vor. Ich kann mich dann auch noch sehr gut erinnern. Ja. Und Reck klärt zunächst, dann will der weitermacht. Und das ist Dickel! Genau, 1989, dieser Pokalsieg mit Borussia Dortmund gegen Werder. Das für Dortmund ja nach ewiger Zeit der erste große Erfolg wieder war. Und das war für Dortmund dann auch der erste Schritt in die Richtung, den sie dann weitergegangen sind. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Ich glaube schon, dass ich das alles mitgemacht habe, selber mitgemacht habe, also als Stammtorhüter wie auch auf der Bank zu sitzen. Mit all den Facetten. Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob es eine Stärke war von mir, aber ich glaube, dass ich das schon sehr gut vermitteln konnte. Ich mich auch sehr gut in diese verschiedenen Positionen hineinversetzen konnte von den Torhütern. Und dass sie mir das auch abgenommen haben. Und ich glaube, das war ein Schlüssel. Also, ich glaube, dass das Torwarttraining als solches, gehört dazu. Aber ich glaube nicht, dass es das unbedingt das Wichtigste ist, sondern ich glaube, dass das Wichtigere ist, in der richtigen Phase die richtigen Worte zu finden.
Die richtigen Worte finden, das konnte Rolf Meier. Erfolgreiche Torhüter hat er geformt. Manuel Riemann spielt aktuell mit dem VfL Bochum in der Bundesliga. Daniel Heuer-Fernandes hütet das Tor beim HSV. Und doch behielt Rolf Meier immer auch einen Blick für das große Ganze. Letztendlich ist immer nur die Nummer 1 im Blickfeld, aber die Nummer 2, 3 oder auch die Nummer 4, die sind ja unwahrscheinlich wichtig für die Mannschaft. Das wird ja so oft unterschätzt. Gerade diese Positionen tragen ja auch erheblich dazu bei, dass im Training die Qualität hoch ist und. Und sie können sich Woche für Woche im Grunde genommen nicht zeigen, sondern trainieren. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und wie schwer das manchmal ist und dass es immer wieder Phasen gibt, wo du dir dann auch Gedanken machst, warum und weswegen. Aber ja, und das sind dann so Sachen, wo ich mit den Jungs dann viel spreche und wie gesagt, und sie wissen, dass ich das selber erlebt habe und dann macht es das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt. Ich wollte an und für sich das vermeiden, dass ich irgendwann mal sagen muss, auf dem Platz oder beim Warmmachen vorm Spiel, ich kann heute nicht, weil mir die Knie wehtun oder, keine Ahnung, irgendeine Verletzung dazwischen kommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Sehe zwar noch sehr jung aus. Humor hat er immer. Auch im Podcast Brückengeflüster der NOZ, wo er öfters zu Gast war, um über die Auftritte des VfL zu debattieren. Wir wollten natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Das war dann, nachdem wir ein Mann weniger waren, etwas schwieriger. Wir wollten füreinander da sein und wir wollten unbedingt diesen Auftaktsieg. Das muss man sagen, es hat mir viel Spaß gemacht mit den Jungs. Weil im Grunde genommen sind wir ja neu zusammengekommen, Anfang der Saison. Aber das hat sehr gut gepasst und ja, es war ein geiles letztes Jahr. Ja, ich möchte auch keins missen, sage ich ganz ehrlich. Also kein Jahr missen. Es waren immer Erfahrungen, die ich selber auch sammeln durfte. Habe auch vieles da mitgenommen. 19 Jahre Torwarttrainer beim VfL Osnabrück. Und was kommt nun, Rollo? Wird vieles, glaube ich, kommen. Also ich werde jetzt nicht nur zu Hause in der Ecke sitzen und weinen, dass ich jetzt diesen Job nicht mehr machen darf. Nein, es kommen mit Sicherheit viele interessante Sachen. Was ich erstmal möchte, ich möchte erstmal 2-3 Monate ein bisschen Abstand haben und ein bisschen weg. Und dann schauen wir mal, was auf mich zukommt. Natürlich habe ich, was eben auch schon Thema war, meine Hobbys mit Motorradfahren, mit Pferden. Mit Horst Rubisch willst du auch mal angeln fahren? Mit Horst Rubisch wollte ich mal angeln fahren. Vielleicht fahre ich auch mit ihm mal Motorrad, weil das macht er auch. Ja, da kommt das eine oder andere auf mich zu und da freue ich mich auch drauf. Für mich ist das Wichtigste, dass ich mir meine Zeit in Zukunft selber einteilen kann, dass ich nicht jedes Wochenende unterwegs bin. Und es gibt viele Leute, die sind schon viel, viel früher in Rente gegangen. Die sind auch gut zufrieden.